Die ersten Buchstaben war EL. Elan. Here we are. Wir haben einen Ventilator, ich wollte nicht irgendwas. Ich finde die Dinger ehrlich gesagt albern. Okay. Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon... Mein Handy mit allem Schnickschnack. Das kann man sogar telefonieren. Wow. Yay, Spritzen, die können wir vielleicht sogar mitnehmen. Eine Spritze. Scheint noch nicht benutzt. Allerdings liegt die Nadel frei. Oh, hier steht defekt. Okay. Okay. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Nadel fasse. Ja. Ich glaube, es heißt übersetzt defekt. Aha. Da kaputt. Aber weißt du, er will zwar nicht, er sollte besser nicht an die Nadel fassen, aber steckt sich einfach mal in die Hosentasche. Ja, das geht. Eine Spritze. Scheint noch nicht benutzt. Okay. Wegen solcher Zustände würden sie bei uns ein Krankenhaus komplett dicht machen. Hoffe ich zumindest. Liegt da am Boden irgendwelche blutverschmierten Papiertücher oder was soll das? Naja, das sind doch hier blutige Tupfer. Ach, Tupfer, okay. Was liegt denn da auf dem Tisch? Okay, nehmen wir erstmal mit. Ja. Ammoniak. Da wird er bestimmt mehr sprechen, deswegen will ich mir erstmal einfach Ammoniak. Anschauen. Keine Ahnung, wozu die das verwenden. Vielleicht als Ersatz für Riechsalz, um jemanden aus der Ohnmacht zu holen. Gut, mitnehmen. Vielleicht ist ja Nina in Ohnmacht. Mit so einem Ding hört sich der Arzt immer mein Lungenrasseln an. Mitnehmen. Lungenrasseln? Was hast du denn für Probleme? Ja, ne? Bestimmt auch Kettenrauch oder so. Rasseln in der Lunge ist nie gut. Hat der Wasser in der Lunge? Ist der... An dem Schädel kann ich keine besonderen Merkmale feststellen. Aber die Lungenflügel können mir kaum vorstellen, dass die Person noch lebt. Mhm. Weil sie schwarz sind? Weil sie auch ein Rasseln in der Lunge hatte? Ich möchte nicht wirklich herausfinden, wer oder was da drunter liegt und woher all diese Flecken kommen. Nina ist es glücklicherweise nicht. Dafür ist die Person viel zu klein. Können wir sie mitnehmen? Hier ist es ein Kind. Nein, also das wäre ja ein bisschen hart, wenn... Okay, gibt es hier noch irgendwas, was wir anklicken können? Die Person ist viel zu klein, sagt er. Ah, hier. Der Eimer ist voller Blut. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Da ist ein Eimer. Okay, mit den Sachen können wir hier wahrscheinlich nichts vereinigen, oder? Frag mich nicht nach Logik. Die ist ja nicht gern gesehen. Ungebetener Gast. Ich höre Stimmen. Bevor ich nicht weiß, was mich dahinter erwartet, rühre ich diese Tür nicht an. Aber ich kann hier ein Stethoskop daran halten. Kann ich ja auch nichts für. Aber du verpasst was. Das Spiel ist echt gut. Nur blöd, dass die Satellitenschüssel so empfindlich ist. Muss ständig nachjustieren. Hoffentlich wird es nicht wieder so windig wie gestern. Da konnte ich rein gar nichts mehr erkennen. Nee, das kannst du vergessen. Sei doch froh, dass die Tussi wenigstens tief und fest schläft und nicht ständig Randale macht. Jo, und noch 3 Tage in dem feuchten Zimmer da oben, dann haben unsere Docs wieder was zu tun. Nee, bleib lieber oben. Ist zwar kaum einer da, aber falls jemand auftauchen sollte, gibt's wieder einen Aufstand von wegen Posten verlassen und so. Keine Sorge, der Chefarzt wird schon nicht merken, dass ich während der Dienstzeit mehr mit Fernsehen als mit Kontrollgängen beschäftigt bin. Ich habe die ganze Zeit ein Auge auf die Eingangstür und wenn er nicht gerade durch den Keller gekrochen kommt, werde ich ihn auf jeden Fall rechtzeitig bemerken. Jo, mach ich. Bis später. Und geh nicht wieder auf Rattenjagd. Der Doc ist immer noch sauer wegen der Einschusslöcher. Feuchtes Zimmer irgendwo in einem der oberen Stockwerke. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wo Nina gefangen gehalten wird. Nur blöd, dass da anscheinend mindestens 2 Wachen sind. Ich müsste es irgendwie schaffen, mit Nina Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hat sie ja eine Idee, wie wir die beiden ausschalten können. Sag mal, die Stimme kannte man doch auch von irgendeinem Schauspieler. Oh, nicht schon wieder so eine Frage. Aber klang das nicht so ein bisschen wie die Synchronstimme von Gérard Depardieu? Ach, der jetzt hinter der Tür. Ich ja, du sprichst jetzt gerade von Max. Naja, von Max wissen wir doch schon längst. Das war Mark Wahlberg. Ach ja. Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ich weiß es ab jetzt. Ja. Aber auch schön, dass die Ratten mit
Pistolen fangen. Ah ja, das kann gar ganz. Die Wache ist zwar mit dem Fußballspiel im Fernsehen beschäftigt, trotzdem sollte ich nicht weiter in den Raum reingehen. Wenn ich erwischt werde, bin ich ein toter Mann. Guck mal, das Kabel vom Fernseher, das führt da oben lang. Also vielleicht können wir wirklich dem nach. Dem Kabel nach. Eine schwere Sicherheitstür. Scheint nur von einer Seite aufzugehen. Die ist doch aber offen. Und dann verstellen wir den Satelliten oder was auch immer. Ah, der Keil unten. Der Keil scheint die Tür am Zufallen zu hindern. Da gehe ich besser nicht hin. Wenn mich die Wache bemerkt, kriege ich sonst ganz massive Probleme. Da gehe ich besser nicht hin. Sieht eher nach Hooligan als nach Krankenpfleger aus. Aber vielleicht war das ja auch die Grundvoraussetzung für den Job. Die Unterhaltung mit ihm könnte meine letzte sein. Eine Fußballübertragung. Auch wenn ich Fußball nicht mag, ich würde mir jetzt nichts sehnlicher wünschen, als mit Nina auf meiner Couch zu sitzen und... Fußball zu schauen. Nicht unbedingt Fußball sein. Ein Liebesfilm. Ja, er ist nämlich romantisch. Da gehe ich besser nicht hin. Wenn mich die Wache bemerkt, kriege ich sonst ganz massive Probleme. Okay, ich schicke da gehe ich besser nicht hin. Da. So gut bin ich. Da gehe ich besser. Also können wir hier jetzt irgendwie noch nichts tun, oder? Wir müssen also scheinbar doch wieder raus. Da gehe ich besser nicht hin. Ja, aber ich hätte vielleicht... Und wenn du den Keil doch versuchst, mit irgendwas da wegzuziehen oder so? Den Keil unter der Tür? Aber eine schwere Sicherheitstür. Ja. Scheint nur von einer Seite aber aufzugehen. Aber vielleicht mit irgendwas, mit einem Gegenstand. Da gehe ich besser nicht hin. Ja, aber da will er erst gar nicht hingehen. Ja, aber dann verlängern der Arm. Oh. Was wohl passiert, wenn man jemanden Ammoniak injiziert? Naja, medizinische Experimente sollte ich wohl auf später verschieben. Hm. Eine Spritze. Scheint noch nicht benutzt. Haben wir die jetzt damit kombiniert oder nee. Nicht? Später will er das tun. Okay. Ja, jetzt weiß ich sonst ansonsten auch nicht, was man hier jetzt tun könnte. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal zurück. Vielleicht haben wir wirklich irgendwas vergessen. Kein da könnten wir das theoretisch. Was wohl passiert, wenn... Aber... Dann wird's auch später. Ich finde die Dinger eher... Dann benutze ich mal. Puste ihn an. Ja, das hatte ich schon probiert. Okay. Also nochmal zurück in den Raum. Ja, vielleicht müssen wir irgendwo anders was suchen. Irgendwas vergessen. Ja, lass uns mal nächste Folge suchen. Gut.